Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, wo wir im letzten Part in der Leuchthöhle Team Flair, sage ich mal, vertrieben haben. Der Forscher aber so in seine Fossilforschungen vertieft war, dass er von all dem Krach gar nichts mitbekommen hat. Naja, wie dem auch sei, ist ja nicht weiter schlimm, kann ja mal passieren. Und weiterhin geht es hier auf dieser Route weiter, auf Route 8, denn wir wollen nach Reliviera City. Auf dem Weg nach Reliviera City oder so ähnlich, könnte man das auch mal sagen. Nein, ich will doch nicht das hier machen. Ich habe mal wieder zu schnell gedrückt und sowas. So, und dann gucken wir uns hier nämlich noch unten um und finden hier noch eine Perle. Wunderbar. Ja, kann man ja mal nehmen. Warum denn auch nicht? Also wollen wir uns noch ein bisschen auf Route 8 umgucken. Das ist ja sozusagen diese Verbindung dorthin. War das jetzt Route 8? Ja, Route 8. Der Küstenpfad sozusagen. Und dann wandern wir hier mal nach links. So, eine Magobeere, die wir hier haben. Wunderbar. Und hier hätte man jetzt wohl die Chance auf einen Himmelskampf oder so. So, das Wasser schlägt Wellen. Ach so, ja, hier. Hast du Lust auf einen Himmelskampf gegen mich? Nein. Ach Himmel, Arceus und Zwirn, ich hätte mich so über einen Kampf gefreut. Ja, der hat einen Mantyrps oder so. So, kann man hier eigentlich irgendwas finden? Ich gucke hier mal lang. Okay, ja, das nützt einem aber irgendwie nicht viel. Die Batterieleistung lässt angeblich wieder nach. Nein, tut sie nicht. Ich habe da immer noch was. Ach so, ach, die bekommt einen einfach so mit. Ich wusste es, auf dem Itemradar ist eben Verlass. Damit findet man Items ganz fix, selbst wenn sie wie das bloße Auge einfach nicht sichtbar sind. Solltest du ruhig auch mal einsetzen, vielleicht findest du ja sogar den einen oder anderen Schatz. Yay, Itemradar! Den werden wir uns gleich mal auf die Basis-Item-Tasche legen. So, die Bedienung des Itemradars ist ganz einfach. Je näher du an ein in der Erde verborgenes Item gelangst, desto stärker reagieren die Antennen und führen dich so schließlich zu ihm. An der Stelle, wo die Strahlen ein rotes Kreuz bilden, befindet sich dann das jeweilige Item. Funktioniert wie bei der Windschirrroute. Mit einem Itemradar ist man also quasi sowas wie die moderne Version eines Windschirrroutengängers. So, dann wollen wir mal gucken in den Beutel. Dann können wir das bestimmt noch registrieren. So, Basis-Items haben wir ja hier irgendwo. Nehmen wir das zum Beispiel. Und dann haben wir hier irgendwo das Itemradar. Das können wir hier nämlich auch noch registrieren. So, und dann können wir jetzt nämlich mal gucken. Wenn ich jetzt nämlich mal X länger gedrückt halte, dann kann man sich hier aus einigen was aussuchen. Zum Beispiel den EP-Teiler ausschalten. EP-Teiler anschalten. Dann gucken wir mal noch, was wir haben. Das ist Itemradar, ja. Das hat ja gerade angeschlagen irgendwo. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das Ganze aussieht. Ja, wir kommen weiter weg. So. In dir findet man kein Item, alles klar. Ach so, ich muss das natürlich noch gedrückt halten, oder wie? Was? Wo denn? Ja. Moment, warum funktioniert das gerade nicht? Hallo, Itemradar? Bin ich gerade zu blöd, das zu bedienen? Ah ja, das Wasser schlägt hohe Wellen, ja. Bin ich jetzt gerade blöd? Das muss doch dann hier irgendwo sein. Ah ja, hier, die Perle haben wir zum Beispiel gefunden. Ja, wunderbar. So sieht das also aus. Ja, schön, wenn das auch mal so funktioniert, wie es soll. Ja, und jetzt rennen wir hier immer nur damit rum. Alles klar, ich habe schon verstanden. Wie sieht denn der 3D-Effekt aus, den ich hier nicht mal habe? Okay. Ich bin ja eigentlich nicht Schwimmerin, aber mein Team gibt mir Auftrieb. Dann können wir hier wohl ein paar, sage ich mal, Wasser-Pokémon erwarten. Naja, Wingull ist jetzt noch nicht das perfekte Wasser-Pokémon. Aber ich habe da ein Problem. Da es nämlich noch am Flug dazu ist, kann ich hier ganz schnell in die Bredouille geraten. Superschall wurde zum Glück abgewehrt, umso besser. Ja, Mediti ist einfach kein schnelles Pokémon und sein Spezialangriff ist nun auch nicht der beste. Deswegen, nein, ich wollte das Pokémon ganz einfach tauschen. Und zwar werden wir zu Cedar wechseln. Und dann gucken wir uns mal an, was dann da, also wie wir das hier machen.
Pflanzenattacken sind ja auch nur normal effektiv, aber seht ihr den Hintergrund? Der sieht richtig genial aus, finde ich. Und hat... Okay, er wurde schon mal abgewehrt, das ist sehr gut. Wir pflanzen erstmal Egelsamen. Und das ist erstmal ganz wichtig, damit wir zumindest immer noch ein bisschen geheilt werden. So. Flügelschlag, das tut natürlich weh, weil wir ja ein Pflanzen-Pokémon sind, aber es geht trotzdem ganz gut voran. Das können wir ja schon mal festhalten. So. Okay, 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 okay. Dann gucken wir mal. Wir setzen noch Giftschock ganz einfach ein. Den werde ich jetzt nicht extra aufladen, also indem ich den Gegner vergifte, aber das kann später mal noch ganz gute Vorteile haben. Gegen Stahl ist diese Technik natürlich sehr, sehr wirkungslos, aber da kann man halt nichts machen. So, dank des EP-Teiles erreicht Frogger zum Beispiel Stufe 26 oder so, 28. Schleuder? Oh Gott. Ist zwar eine schöne Unlichtattacke, aber... Naja, Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen von Item ab. Ja, das werde ich aber nicht machen. Deswegen... Nein, wir wollen das nicht erlernen. Nein, bekannte Attacken behalten. Und dann... Ja, wir wollen es nicht erlernen. Sehr schön. Also, setzen wir als nächstes Aimtorn ein. Ein schönes Wasser-Pokémon. Okay, aber das haben wir auch schnell besiegt. Wenn der Rasierblatt trifft, dann... Wenn das Rasierblatt trifft... Das Blatt? Das Rasierblatt? Ja. Oder wenn die Attacke Rasierblatt trifft. So können wir es am besten formulieren. Dann haben wir nämlich auch schnell die Schwimmerin hier besiegt. Und Midity erreicht Stufe 19. Und da haben wir Simone besiegt. Yay. Ich sagte, ich kann gar nicht schwimmen. Also lass mich hier nicht so untergehen. Ha, wenn du wüsstest... Naja, okay. Nein, lassen wir das. Lassen wir das ganz einfach. Und gucken zum nächsten Trainer. Vielleicht wäre es auch mal ratsam... das Pokémon dann auszutauschen, aber ich habe meine Angel so oft ausgeworfen, dass ich dir mit links zeigen kann, wie man einen großen Fang macht. Oder war das ein Mann? Ich weiß es jetzt nicht. Konnte ich von hier nicht erkennen. Ach, egal. Der war doch nicht im Stimmbruch. Ein Dietmar? Okay. Ach, und dann auch noch so ein Tentoxa-Viech. Ah, warte mal, Tentacha. Warte mal, wir haben doch Konfusion. Da ist es doch zumindest effektiv, auch wenn es nicht allzu viel Schaden anrichtet. Gucken wir doch mal. Ja, da gibt's Besseres. Da gibt's deutlich Besseres. Und Säure zieht verdammt viel ab. Also wie gesagt, Medici zu trainieren am Anfang ist ein Graus, sage ich euch. Es ist einfach nur ein Graus. Es ist einfach nur schrecklich. Blubstrahl. Ah, der kann mir einiges abziehen. Was? Was? Wie bitte? Das ist doch schon eine Frechheit. Da muss ich jetzt erstmal einen Beleber anwenden, wenn ich überhaupt noch einen habe. Also, das geht ja mal gar nicht. Ne, gerade er braucht die EP. Deswegen, KP und AP Erholung. Ne, sind die... Ne, hier sind sie nicht drin. Gucken wir mal bei Statusheilmitte. Beleber, ja. Also hier einsetzen. Medici braucht unbedingt die EP. Das geht sonst gar nicht. So, Säure. Das tut mir nicht allzu viel, da ich selber Gift bin. Deswegen kannst du mich auch nicht vergiften. Nein, wir möchten kein Item anwenden. Ich werde jetzt einfach mal hier Rasierblatt machen und dann sollte es erledigt sein. Ja, locker. Am Medici, du bist am Anfang echt schwach. Vor allem ohne Turmkick und Turmkick ist am Ende halt auch noch brutal. So, setz als nächstes Tentacha ein. Wir möchten das Pokémon nicht wechseln. Hier wirkt natürlich diese Vergiftungstaktik nicht, das ist klar. Deswegen setzen wir gleich auf Rasierblatt. Das ist einfach die beste Technik. Und dann steht Cedar nämlich auch ganz kurz vorm Level Up. Oder dürfte vielleicht jetzt einen Level Up erreichen, wer weiß. Stufe 26, ja wunderbar. Da haben wir noch einige, die hier schön vorausziehen. Dank des EP-Teilers erreicht Glurak Stufe 40. Ja, nicht schlecht, ne? Und dann haben wir wieder einen Tentacha. Es geht ja hier wie beim Brezelbacken mit diesen Tentachas. Und Rasierblatt, ich weiß, dass du wunderbar treffen kannst, also mach es. Mach es ganz einfach. Ohne Volltreffer, denn wir wissen, es reicht. Ach ja, die Volltreffer, die sie ja genervt haben, was ich aber auch gut finde. So, und dann haben wir nämlich auch den Angler besiegt. Oh je, und ich dachte, Übung macht den Meister. Und ich habe auf einmal keinen Stimmbruch mehr. Yay, wunderbar, oder? Ja, finde ich auch. So, hat ihr denn noch was zu sagen? Naja, immer wieder seine Angel auswerfen macht noch lange keinen guten Angler aus einem. Hm, das stimmt, ja. Da gebe ich dir durchaus recht. Da haben wir noch einen nächsten Angler. Wie ich vor der Trainerin wegrenne. Okay. Habe ich denn eigentlich schon...
Ach komm, das machen wir schon irgendwie. Du wirst mein Fang des Tages. Als Angler mit langjähriger Erfahrung sehe ich sowas gleich. Ja, das werden wir da erstmal sehen. Und mal gucken, welches Pokémon wir hier als Gegner haben. Mushas. Oh, das ist eine Wall. Das kann echt eine böse Wall sein, sage ich euch. So, es fängt an zu regnen. Dadurch werden ja Wasserattacken noch gestärkt. Also tauschen wir mal lieber das Pokémon aus. Und zwar zu Cedar. Genauso machen wir das. Also Cedar, also Bisaflor dann am Ende oder auch das Mega Bisaflor, die leben dann auch davon, dass sie sich gut verteidigen, dann gut, ja, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, gut hochheilen kann es sich ja dann eigentlich auch. Also Mega Bisaflor ist schon ein ganz fieser Gegner, weil er wirklich einiges aushalten kann. Da muss man schon von ausgehen. So, und dank des EP-Teiles bekommt der Rest auch noch welche und setzt als nächstes Sterndu ein. Ne, da machen wir natürlich weiter. Zack. Sterndu ist ein reines Wasser-Pokémon noch und Rasierblatt, Flieg und Sieg ganz einfach. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Naja, aber bis wir Bisaflor haben, da dauert es noch ein paar Level. Obwohl es ja in der ersten Generation das schnellste Pokémon war, mit Stufe 34. Zickzacks erreicht Stufe 20, yay. Das ist ganz schön wichtig und Tristan haben wir besiegt. Du bist echt ein großer Fisch. Das sagt mir meine langjährige Angelerfahrung. Und trotzdem habe ich verloren, so ein Mist. Oh! Oh! Nanu, Zickzacks entwickelt sich ja. Ach, wie schön. Jetzt erleben wir, wie Zickzacks, unser Sklave, sich entwickelt. Unser, naja, VM-Sklave, sage ich mal. Klasse, Zick. Zacks wurde zu Geradax. Wunderbar. Das können wir auch so belassen. Ich denke mal, ja, es wird eh einfach nur, ja, da sein im Team. Vielleicht muss es mal ausgewechselt werden. Naja, so als Safe-Switch. Das kann man ja auch machen. Das ist eine schöne Kampftechnik. Der Safe-Switch, den man dann machen kann. So. Und dann gucken wir mal. Ich lege mir bald einen neuen Bikini zu. Nach diesem Kampf wandert dieser alte Fetzen auf der Stelle in den Müll. Okay, wenn du das willst, dann mach das ruhig. Schwimmerin Vicky. Hey, hey, Vicky. Die Wikinger. Oder so ähnlich. Medite gegen Maskeregen. Ich weiß ja nicht. Nee, da werden wir das Pokémon gleich mal austauschen. Ja. Nein. Ja, ich weiß ja, wie ich fliehen kann. Das war ja jetzt auch nur ein Versehen. Cedar, du wirst wieder ein bisschen was anrichten können hier. Dann machen wir erstmal einen Egelsamen. Hoffentlich kommt jetzt keine Käferattacke, was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Ach, verdammt, das war da irgendwas mit Flug dabei, oder? Windstoß? Ja, ne, das merke ich gerade selber, dass das eigentlich nicht so clever war, was ich hier anstelle. Aber... warte mal, Giftschock. Wir machen mal einen Giftschock. Ach, ein Ruckzuckhieb. Ja, komm, so viel dürftest du nicht abziehen. Giftschock, Flick und Sieg. Wie viel ziehst du ab? Okay, es reicht also für die zweite Runde. Also für ein Two-Hit-KO und wir sind sogar schneller. Wunderbar. Maskeregen, du wurdest besiegt. Tschüssi. Schick uns eine Ansichtskarte. Mal gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. Medici erreicht Stufe 20. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Es dauert noch ewig, ehe es sich weiterentwickelt. So, ich hätte den Bikini lieber mit einem Sieg verabschiedet, aber man kann eben nicht alles haben. Das eben hat sie zwar nicht gesagt, aber egal. Man kann ja mal ein bisschen was dazu dichten. So. Also, das haben wir auch schon mal. Ah, ja, was haben wir denn hier? Wir erwarten uns vielleicht erstmal ein wildes Pokémon. Also setzen wir erstmal diesen Zertrümmerer ein und schauen mal uns an, was denn dort Schönes auf der Tafel steht. Ah ja, doch kein wildes Pokémon. Gewusst wie. Du kennst also die Attacke Zertrümmerer. Damit lassen sich Felsen zerstören, um Pokémon oder Items zu finden. Schon gewusst? Ja, das habe ich schon gewusst. Das ist jetzt an und für sich keine Neuigkeit, aber für die, die Pokémon halt neu spielen, ist das schon mal interessant. Und berühre das Icon eines Spielers, ja, und so weiter. Wir sind in Relivera City, es ist doch schon mal was. Hier liegt ein Item irgendwo rum. Warte mal, dem müssen wir auf den Grund gehen. Also dieses Itemradar, das ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Wenn ich beim Angeln an einer Stelle kein Glück habe, versuche ich es eben woanders. Und wenn eine Attacke nicht richtig wirkt, probiert man eben eine andere aus.
Ist doch mit allem im Leben so. Wenn etwas nicht so klappt, wie man es sich vorstellt, muss eben eine andere Herangehensweise her. Das stimmt. So, der Itemradar, der ist irgendwie komisch gerade. Also ich weiß nicht, ich verstehe ihn gerade noch nicht so ganz. Der Arenaleiter dieser Stadt ist auf dem Hügel zu finden. Beim Fahrradrennen mag ich vielleicht gegen ihn verloren haben, aber dafür versuche ich jetzt mit Pokémon-Kämpfen mein Glück. Ja, das kannst du machen. Aber erstmal hallo Riliviera City. Dann gucken wir uns nämlich noch ein bisschen um hier. Wenn man ein Pokémon mit einem Item ausstattet und es anschließend mit einem Freund tauscht, macht man ihm damit ein zusätzliches Geschenk. Ja, wenn er sich zum Beispiel gleich weiterentwickelt und der Abfalleimer ist leer. Die sind ja voll umweltfreundlich. Es gibt übrigens auch Pokémon, die sich beim Linktausch mit Freunden entwickeln. So, und was hat der Vater zu sagen? Hallo Trainer, ich habe hier etwas für dich. Sahnehäubchen? Okay, was macht das? Manche Pokémon mögen sahnig Süßes, andere sind Freunde intensiver Düfte und Aromen. Tja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. So, und alle teilen sie sich ein Bett. Ey, das Familienbett oder wie? Okay, wissen wir also, das ist ein Familienbett. Wunderbar. Haben wir das hier schon mal uns angeguckt? Okay, dann geht es hier noch irgendwo weiter. Nämlich hier hoch in dieser Stadt. Ja, die ist ein bisschen größer, ne? Achso, hier drüben gibt es auch noch ein bisschen was zu erkunden. Zum Beispiel hier, bei ihr. Reden wir mal mit ihr. Ich mache mir immer viele Gedanken darüber, welche Art von Pokéball ich am besten einsetze, wenn ich ein Pokémon fangen möchte. Das ist schön. Man sollte sich immer mal Gedanken über sowas machen. Das ist schon mal wichtig. Ach ja, das kommt später noch, was es hier mit auf sich hat, glaube ich. Oder war das überhaupt die Radstrecke? Über eine Kommunikationsfunktion kannst du mit anderen Spielern Kämpfe austragen. Du hast doch sicher Lust auf einen Link-Kampf, jetzt nicht. Danke, liebes Spiel, dass du mich aber stetig daran erinnerst, dass es tolle Features gibt, die es damals noch nicht gab. Okay, dann gucken wir uns hier erstmal um. Also, Riliviera City, wie gemacht für ausgelassene Spaziergänge. Okay, und wie gemacht dafür, dass ich hier einfach mal reingucke. Die Global Trade Station, oder abgekürzt GTS, ermöglicht es dir, über das Internet mit Trainern auf der ganzen Welt Pokémon zu tauschen. Ja, das stimmt. Seit der vierten Generation ist sowas möglich. Es gibt, ein jeder gibt Pokémon bei der GTS ab. Viel Spaß beim Durchsuchen all der Pokémon, die andere Spiele darin zum Tausch anbieten. Könnte man mal irgendwann wieder machen. Hey, hör dir das mal an. Solange du den Namen eines Pokémon kennst, kannst du in der GTS nach ihm suchen, indem du seinen Namen eingibst, selbst wenn du es noch nicht gesehen hast. Das ist ein gutes Feature, das gab es nämlich in der vierten Generation noch nicht. Das gab es da nämlich überhaupt noch nicht. Da war nämlich das ganz große Problem, dass man ja die Pokémon gesehen haben musste. Und wieso gehe ich hier nochmal rein? Ich habe da nicht die Richtung betätigt. Okay, dann sollten wir ja irgendwann beim Pokémon Center mal ankommen. Vielleicht aber auch nicht. Aber warte mal. Itemradar. Wir holen mal unseren Schnupperradar raus. Ah, dann kann ja nur hier was sein. Ach so, ich habe das Item nur die ganze Zeit nicht verstanden. Alles klar. So, dann haben wir hier nämlich ein Item. Da, warte mal, kann ich da mit einem Rad rauf? Ach so, Hilfe, das wollte ich doch nicht. Habe ich überhaupt schon ein Rad? Nee, habe ich ja noch gar nicht, oder? Wir gucken mal ganz kurz in den Beutel. Ich glaube nicht, dass ich schon ein Rad habe. Ich habe höchstens ein Rad ab. Ah, das ist wieder eine ganz andere Sache. Nein, habe ich nicht. Okay, dann müssen... Hä, was war denn das andere nochmal? Moment, Beute. Da muss ich nochmal gucken. Luturze kann... Ach so, das war das. Okay, dann werden wir uns im nächsten Part weiterhin Riliviera City widmen. Und an dieser Stelle werde ich dann entsprechend den Part beenden. Und ich hoffe, dieser hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon X. Sieht man sich!